Herzlich willkommen, meine Freunde. Willkommen zurück bei Manchester United im FM 23. Boah, was war das für eine geile Folge, ja? Also die letzte Folge. Jeder, der es gesehen hat, bitte, was sagt ihr? Wir haben gute zwei Spiele absolviert. Also die, die es nicht gesehen haben, schaltet gerne nochmal rein. Die letzte Folge war wirklich genial. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei der neuen Episode hier. Und lasst natürlich gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video hier gefällt. Und dann gehen wir weiter rein hier ins Geschehen. Wir müssen ran gegen Brentford jetzt am 2.11. Am 11. Spieltag der Premier League, wo wir immer noch nicht so ganz gut dastehen. Aber wir haben nach dem letzten Sieg sind wir 3 Plätze nach oben gerutscht auf Platz 7. Jetzt mit 16 Punkten, das ist natürlich noch nicht die Welt, noch nicht das, was wir uns erwarten oder erhoffen. Ganz klare Sache, Liverpool ist jetzt schon 10 Punkte weg und das nach 11 Spieltagen. Also wir müssen uns zusammenreißen und wir müssen uns den Hintern aufreißen, vor allen Dingen, ja, gerade in der Liga. Ja? Genau, wir sind Champions-League-Sieger, wir sind amtierender Champions-League-Sieger und da erwarte ich einfach auch, dass wir uns in der Liga dann ja auch konkurrenzfähig zeigen. Definitiv. Also es muss was passieren. Und ja, Brentford ist natürlich ein Gegner, den man schlagen muss. Ganz klare Sache. Die stehen auf Platz 17. Da gibt es keine Ausreden in meinen Augen. Ja, da gibt es einfach keine Ausreden. Teamvergleich. Schauen wir kurz rein. Wir müssen natürlich wieder in unser Premier League System erstmal wechseln. Das ziehen wir ja durch mit diesen drei Systemen, haben wir ja gesagt. Auf jeden Fall, ne? Dann stellen wir erstmal die Mannschaft auf, bevor wir hier nochmal in den Teamvergleich reingehen. So, Rashford immer noch nicht so ganz frisch, ne? Für die linke Seite. Aber er muss jetzt ran. Denn Sergei Kri ist. Na, fällt noch 2 Tage aus. Zum Glück kommt er dann wieder. Dann können wir ihn nämlich weiter aufbauen. Er hat sich schon sehr, sehr gut entwickelt und kann ja linkes Mittelfeld, also die linke Abwehrseite auch kann er spielen, Linksverteidiger. Also die linke Seite einfach komplett, ja, kann er komplett einfach spielen. Mit Doak hat das eigentlich auch recht gut funktioniert auf links. Vielleicht starten wir einfach auch mit ihm, weil Rashford immer noch nicht bei 100% hier ist, was die Frische angeht. Ne? Und Doak hat eine gute Form. Ich würde sagen, wir nehmen Rashford mit auf die Bank natürlich, ganz klare Sache. Ne? Genau, vorne, Martial wird beginnen, denke ich. Wir spielen mit einem Stürmer, also rechts wird dann Pino beginnen. Brockmann könnten wir eigentlich auch mal bringen, ne? Nee, gegen Brentford würde ich erstmal von Anfang an Pino bringen. So, vorne Martial hat mal gesagt. Zentral, Bassfeld. Bassfeld rein auf jeden Fall. Jones bleibt, der ist gesetzt, wie gesagt. Pellegrini auch nicht so eine gute Frische, ne? 77 nur. Ja, dann wird auf jeden Fall Goretzka da weiterspielen. Machen wir das Ganze so. Rechts-Links-Fuß ist eigentlich da wurscht. Ne? Ihn könnten wir da hinstellen. Jones in die Mitte, dann sollte das eigentlich passen. Hinten auch ein Hernandez von der Frische her immer noch nicht bei 100%. Ne? Meine Güte, Molinari hat auch eine gute Form, aber den können wir, wenn nur, reinschmeißen. Ne? Inacio auch bei der 76er Frische, das gibt es auch gar nicht hier. Was ist denn los hier? Weber würde ich auch gerne mal wieder mitnehmen. Für Henschel. So, okay. Rechts Dalot auch 78. Carvajal 88 wird beginnen. Wir müssen einfach gucken, dass wir hier eine gute Mischung bekommen, ne? Ich denke, so sieht das ganz ordentlich aus. Hernandez und Träger in Verteidigung. Das sollte schon funktionieren, auf jeden Fall. Okay, jetzt gehen wir nochmal in den Teamvergleich rein. Also, Doak hat im letzten Spiel überragend gespielt, ne? Also es hat gut funktioniert über die linke Seite. Hier müssen wir allerdings gucken, die haben einen guten Rechtsverteidiger, ne? Der ist schnell, der ist defensiv
nicht ganz so schlecht. Links ist ein bisschen anfälliger, was die defensive Werte betrifft. Ja, ich würde es dann eher über die Seite versuchen. Damsgaard ist jetzt auch defensiv nicht stark. Ja, auf jeden Fall hier die linke Seite von Burnley ist, von Brentford ist anfälliger, ne? Ich würde es dann eher über Pino versuchen, ne? Also quasi von uns aus über die rechte Seite. Probieren wir es mal. Und dann schauen wir, wie das läuft. Aber die 11 soll es richten. Gegen Brentford sollte das auf jeden Fall möglich sein, mindestens einen Punkt zu holen. Aber wir brauchen natürlich eigentlich 3. Ne? Ganz klare Sache. Also wenn wir da oben mitspielen wollen, dann müssen wir gegen Brentford gewinnen. So, Max wird natürlich auch wieder eingewechselt und Weber, also wir müssen die Saison auf jeden Fall schauen, dass wir Weber auf jeden Fall die Einsatzminuten geben. Der ist bei einer 69, ich möchte, dass er auf jeden Fall jetzt mal langsam die 70 auch erreicht. Dass er auch mal ein bisschen Trainingsziele erreicht und so weiter und natürlich auch bei Max, der jetzt schon 70er Stärke hat. Gesamtstärke, Gesamtlevel auch. Ja, recht gut entwickelt jetzt schon, aber mal schauen, da ist bestimmt die Saison noch ein bisschen mehr drin. Ne? Also hat ja schon wirklich gute Werte hier, ne? Das kann man schon klar sagen. Gerade über Mirko Weber gesprochen, bekommen wir von Huddersfield Town ein Angebot über 3,4 Millionen für Mirko Weber. Ne? Aber ich habe mir gesagt, wir werden auf jeden Fall diese Saison kein Spieler abgeben. Egal ob Jugendspieler. Also wir haben natürlich gesagt, eventuell im Winter, dass wir da auf der einen oder anderen Position einen Spieler abgeben werden, aber kein Jugendspieler. Ja, also wir werden mit allen Jugendspielern, mit allen Community-Spielern vor allen Dingen jetzt auch die Saison komplett spielen. Und am Ende der Saison werden wir dann ein Fazit ziehen. Und dann müssen wir gucken, okay, vielleicht kann man den einen oder anderen verleihen, mal eine Saison. Ne? Aber das lehnen wir natürlich ganz klar ab. Ich habe mit ihm ein bisschen was vor. Ich möchte, dass er sich diese Saison auf jeden Fall noch ein bisschen weiterentwickelt. Und dann werden wir Ende der Saison schauen, was wir machen. Lodi ist verletzt. Ja, das ist ja super. Die Wahl zum Fußballer des Monats Oktober. Und da setzt sich Anthony Martial durch mit 49,2% vor Gianluca Scamacca oder Scamacca oder wie das ausgesprochen wird, der 20,2% der Stimmen bekommen hat und Ordonez war auch dabei mit 30,6%. Also unsere beiden Stürmer, ja, vor allen Dingen Martial, ne? Also ich will ja nichts sagen, aber er ist so lange im Verein, ne? Beziehungsweise eigentlich seit 2015 kann man ja sagen, dann bis 22, dann war er ein halbes Jahr bei Sevilla und dann haben wir ihn zurückgeholt. Ne, 22, seitdem hat er in 85 Spielen 54 Tore für uns gemacht und kennt den Verein einfach in- und auswendig. Und ich finde es einfach so krass, dass er so präsent im Sturm ist. Also er ist unverzichtbar für uns eigentlich. Ne? Das ist so Wahnsinn und er hat sich in den Jahren, wo wir jetzt hier sind, wir sind jetzt in der vierten Saison, hat er auf jeden Fall nochmal einen krassen Schritt nach vorne gemacht. Ne? Das hätte ich nicht gedacht. Ne? Gesamtlevel 88. Ne? Und das ist schon eine geile Quote auch. In der letzten Saison jetzt auch schon wieder 18 Spiele, 14 Tore. Ne? In der Liga 5 Spiele, 4 Tore. Das ist, schaut euch das an, das ist einfach eine geile Quote, ja. Wir gucken letzte Saison nochmal an, 20 Spiele, 13 Tore und auch in allen Wettbewerben hat er einfach getroffen. So, es ist einfach geil. Letzte Saison hat er nur 20 Spiele gemacht in der Liga und er hat jetzt schon 5 Spiele an der Zahl. Also was heißt schon, aber wir haben so viele Spiele haben wir ja noch nicht gemacht, aber das wird er auf jeden Fall übertreffen. Ne? Also auf ihn können wir definitiv nicht verzichten. Ne? Er ist einer unserer besten und treuesten Spieler im Verein. So, Bekanntgabe der internationalen Finalstadien. Oh, wir haben es gekriegt. Wir sind Gastgeber des Finales der UEFA Champions League. Sehr, sehr geil, Alter. Boah, das wäre schon nice, ne? Wenn wir jetzt wieder
wenn wir diese Saison ins Finale kommen würden und das zu Hause spielen im Old Trafford. Boah, das wäre überkrass. Barcelona stellt das Stadion für das Europa League Finale. Sergi Kreis noch angeschlagen und jetzt fällt Brockmann aus. Auch Brockmann ist jemand, dem ich natürlich die eine oder andere Chance noch geben möchte. Wir sind ja noch früh in der Saison. Ne? Aber ja, da werden wir jetzt auch verstärkt drauf achten, auf jeden Fall. Ne? Kein Verein an Madison interessiert. Na, da müssen wir mit der Ablöse runter. Ne? 45, okay. Versuchen wir es nochmal mit 40. Aber muss ja möglich sein, einen 28-Jährigen loszuwerden, der eine 81er Stärke hat. Also das ist ja kein schlechter Spieler. Ich habe ihm vielleicht auch nicht die Möglichkeit gegeben, sich so krass zu zeigen. Aber ja, ich setze bei uns halt auf andere Persönlichkeiten, sage ich mal. Ne? Gut, Freunde, Brentford, unser nächster Gegner am 11. Spieltag. Bevor wir in der Champions League-Gruppe ran müssen, wieder gegen Juve. Lodi fällt aus. Das heißt, Shaw, 74er Stärke. Sergej Kreis ist noch angeschlagen. Schlecht. Das ist schlecht. Boah, wir haben aber auch nichts Gescheites hier. Sascha Mathieu könnte vielleicht mal auf links spielen. Ne? Boah, er hat auch richtig gute Werte hier. Ne? Komm, das machen wir jetzt auch mal. Das machen wir jetzt mal. Wir holen ihn hoch in die erste Mannschaft. Jetzt bekommt er die Chance. Zack. Von Anfang an zu zeigen, was er kann. Sascha Mathieu das erste Mal in der Startelf, der 19-Jährige. Gut, wir gucken kurz nochmal, ob wir noch irgendwas ändern können oder müssen. Ich weiß nicht, warum die Frische hier nicht hochgeht. Inacio immer noch 76. Hat aber eine bessere Form, ne? Wir machen das so. Von Anfang an neben Träger. Ne, ansonsten bleibt alles so, glaube ich, ne? Dalot 83. Ah, komm, dann lassen wir ihn doch spielen. Ja, Fernandes auch eine gute Form, aber er kann halt nicht so zentral irgendwie, ne? Nehmen wir ihn lieber mit auf die Bank. Gut, Rashford 87, der kann jetzt auch von Anfang an spielen. Dann machen wir das doch. Gut, dann gehen wir rein, würde ich sagen. Zack. Genug gequatscht. Weiter geht's. 11. Spieltag gegen Brentford. Ich hoffe, dass wir den nächsten Sieg holen können. Das wäre sehr nice. Anpfiff der ersten Hälfte. Schiedsrichter Rayson Randall leitet heute diese Partie. Brentford mit der ersten Möglichkeit. Jonas Träger ist da, klärt in höchster Not. Boah, schon in der 11. Minute direkt. Schwierige Entscheidung in London. So, Mathieu wurde angeblich umgestoßen. Schiedsrichter hat nichts mitbekommen. Assistent befragt. Treffer zählt nicht. Sehr gut. Boah, wir müssen aber hier ein bisschen konzentrierter spielen, Leute. Pino jetzt mal. Setze ich da mal durch. Freistoß jetzt von links über Rashford. Jonas Träger verpasst nur knapp den Ball. So, nächste Aktion, Martial. Einwurf zu Pino. Der scheitert aber am Torhüter, beziehungsweise schießt am Tor vorbei. Da ist aber Rashford jetzt im Nachschuss. Oh. Glanzparade von Mathieu Cox. Richtig riesengroße Möglichkeit, ne, für uns. Wir sind dran, vielleicht noch in der ersten Halbzeit in Führung zu gehen. Ecke von links, Curtis Jones. Pino ist da. Schießt aber am rechten Torpfosten vorbei. Die Möglichkeiten sind da. Wir hätten schon, ja, schon 2-0 führen können eigentlich. Wir machen schon wieder die Tore nicht. Gleich ist Pause. 0-0. Nach 45 Minuten. Gefällt mir noch nicht alles. Es gefällt mir noch nicht alles. So. Boah.
So haben wir uns das vorgestellt, eigentlich nicht, aber egal, haben wir jetzt einfach gesagt. So, wir haben Mitte rechts gewählt, jetzt nehmen wir mal Mitte links, mal gucken. Vielleicht ändert da ja was, ändert sich da ja was. Wechseln will ich eigentlich noch gar nichts. So, ich will mal kurz auf die Noten schauen. Inacio macht ein gutes Spiel. Für Hernandez reingekommen, Startelf, neben Träger. Beide machen ein gutes Spiel, die Innenverteidiger. Matthew ist in Ordnung. Noch keine großen Aktionen gehabt und ja, vorne ist doch nicht wirklich was gelaufen, ne? Gut, konzentriert weiter bitte. Boah, 1-0. Das gibt's doch nicht. Und das wirft wieder alles über den Haufen hier. Das kann doch nicht sein, ehrlich. Warum? Warum ist das immer so? Mensch, wir haben doch so eine gute Mannschaft. Wir müssen doch jetzt mal ein bisschen hier auch was zeigen. Gehen wieder in Rückstand. Zwei Siege nacheinander und jetzt gehen wir wieder in Rückstand hier. Dork rein für Pino. Ich verstehe das nicht. Also hier von den zentralen Leuten, da kommt gar nichts. Irgendwie habe ich das Gefühl. Ich will nochmal in die Taktikeinstellungen reingehen. Bisschen höher pressen. So, kommt schon. Wir haben ja nur eine halbe Stunde Zeit, aber es ist Mist. Wenn wir in Rückstand gehen, dann... Dann gegen Brentford, Leute. Kann doch gar nicht sein, ey. Stadion ist zwar ausverkauft. Ja, gut für Brentford, ne? Kommt schon. Ja, endlich. Unhaltbar. Curtis Jones. Meine Güte, das war auch allerhöchste Eisenbahn, ne? Ausgleich, 65. Minute. Jetzt wollen wir nochmal nachlegen. Jetzt wollen wir nochmal nachlegen. Wir könnten noch Max bringen. Bringen wir jetzt auch. Für Martial. Gebt nochmal alles, jetzt kommt schon. 20 Minuten. 1-1. Max mit der ersten Aktion. Spielerwechsel. Oh, es gibt Elfmeter. Ah, wir kriegen den Elfmeter. Wir kriegen den Elfmeter. Boah, jetzt muss man ja selber wählen hier, ne? Wo soll Bruno Fernandes hinschießen? Und das ist auch mal so ein Ding, ne, wenn man das selber wählen muss hier. Das ist. Eieieiei. Klicken zum Schießen, je länger sie den Maus. Okay. Desto härter. Ne, desto härter, aber auch desto ungenauer wird der Schuss. Okay, also ich denke, wir werden in die untere. In die unteren Ecken schießen wollen, oder? Was ist einfacher, hier oder da? Ich denke hier, oder? Gehalten. Ja, aber das ist doch nicht normal. Ach, Leute. Jetzt hat man die Möglichkeit und geht trotzdem nicht in Führung. Gibt's gar nicht. 10 Minuten und es sieht so aus, als wenn es hier dann beim 1-1 bleibt. Und das ist echt schade. Man hatte wieder so einen kleinen Hype und jetzt ist es wieder verpufft irgendwie, ne? Es nervt mich auch irgendwie. Es nervt mich. Mann, wir müssen uns doch mal ein bisschen den Arsch aufreißen. So kann man doch keinen. So kann man nichts holen. So kann man nichts gewinnen. Jetzt nochmal. Fernandes trifft den Ball nicht richtig. Scheitert. An Matthew Cox, der ja ein paar gute Bälle gehalten hat hier auf jeden Fall, ne? Letzte Möglichkeit nochmal. Riesenchance jetzt. Standardvariante. Inacio verlängert. Rashford ist da und er macht das 2-1. Er macht es. Junge, wie geil ist das? Eine Minute Nachspielzeit. Das ist doch unglaublich hier. Und es ist vorbei. Alter Falter.
Rashford ist es in diesem Spiel, der in der 88. Minute das 2:1 erzielt. Meine Fresse. Wichtig. Ganz wichtiger Sieg für uns, auch wenn wir nicht über weite Strecken überzeugt haben. Trotzdem, wie im letzten Spiel, der Last-Minute-Treffer hier. Ne? Standardvariante, Fernandes bringt den Freistoß auf den kurzen Pfosten, den Nacho verlängert, und am zweiten Pfosten steht Rashford, der zum 1:2 den Ball über die Linie drückt und uns zum Sieger macht hier. Boah, es freut mich, Alter. Das freut mich wirklich sehr, sehr, sehr. Na, wir bleiben auf Platz 7, aber 19 Punkte. Die drei Zähler waren einfach wichtig. Die waren sowas von wichtig für uns. Nicht nur für Selbstvertrauen, sondern einfach auch, ja, festigen konnten wir uns jetzt hier nicht, weil das alles sehr, sehr eng ist. Aber auf dem Weg nach oben sind die drei Punkte unglaublich wichtig. Na, Thomas Frank sagt, wir haben in den entscheidenden Situationen geschlafen. Uns fehlt die letzte Konsequenz. Wir müssen als Mannschaft einfach kompakter stehen. Das schaffen wir im Moment nicht. Und meine Mannschaft kann mehr bieten, als sie dieses Mal gezeigt hat. Erst in der zweiten Halbzeit haben wir besser ins Spiel gefunden. Dank einer Energieleistung hat es dann doch noch zum Sieg gereicht. Und wir können uns glücklich schätzen, dass wir am Ende noch das 2:1 gemacht haben. Wirklich. Also, ich hätte daran nicht mehr geglaubt. Ne, wir haben nochmal alles nach vorne geschmissen und haben dann hier die nächsten drei Punkte eingefahren. Ich bin glücklich, zufrieden, naja, nicht so ganz, aber die drei Punkte zählen am Ende. Und nächstes Spiel jetzt gegen Juventus Turin in der Champions League. Und das wird auch alles andere als einfach. Wir haben das Hinspiel sozusagen in der Gruppe gegen Juve verloren mit 5:3, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche. Das war schon ein recht anstrengendes Spiel, muss man sagen. Gegen Italiener zu spielen ist sowieso immer anstrengend. Ne? Kein Verein an Madison interessiert. Okay, müssen wir weiterschauen. Kri ist noch angeschlagen, Lodi ist wieder fit. Gott, vielleicht schaffen wir es ja im Rückspiel, Juve zu besiegen. Topstar ist Mike Maignan. Stehen auf Platz 2. Leipzig. Gegen Genk gewonnen. Na gut. Schauen wir mal. Aber die Frische. Leute, was ist mit der Frische los? Wir haben so viele freie Tage hier auch. Ich weiß gar nicht. Wir kommen hier gar nicht mehr auf die 100%, ne? Gegen Juve. Boah, die Nacho 65. Ey, aber da müsste doch jetzt eigentlich Hernandez bei einer 84 kommt wieder rein. So, Dalot. Jetzt kommt Carvajal rein. Rechtsverteidiger, so. Das ist ja wieder Champions League, da müssen wir wieder umstellen. Zack. So, Innenverteidigung bleibt. Matthew direkt auf eine 70 gegangen. Geile Scheiße. Sorry, aber geile Sache. Ein Spiel gemacht, direkt auf eine 70. Ja, also, er wird in der ersten Mannschaft bleiben, ne? Matthew, das wäre jetzt Quatsch, ihn wieder in die zweite zu verschieben, ehrlich gesagt. Luke Shaw immer noch nicht da. Lodi startet aber jetzt mal in dem Spiel gegen Juve. Einfach mehr Erfahrung, ne? So, wie sieht's mit Pellegrini aus? Darf wieder. Kommt rein. Und Goretzka, Henschel. Ja. Fernandes auf jeden Fall offensiv. Bassfeld geht dahin. Jones. Wo ist Jones? Da. Kommt da natürlich hin. Martial 69. Ach, Leute. Rashford 84. Das passt. Würde ich. Der hat auch nur 72er Stärke, ne? 72er Frische. Das ist jetzt momentan echt schwer, ne? Aber wir brauchen ihn. So, Martial auf die Bank. Goretzka. Goretzka müssen wir auch mitnehmen. Den packen wir in die Startelf, komm. Gegen Juve. So. Zusätzliche Siegprämie.
Das wäre schon gut eigentlich, wenn wir das Rückspiel vielleicht noch gewinnen können. Ne? Juve, was ist die Schwachstelle? Sandro 34, aber trotzdem immer noch defensiv auch stark. Über ihn brauchen wir nicht reden. Also, es wird schwer. Das wird echt schwer, ne? Wir machen hier mal ohne Vorgabe. Und gehen rein. Ich bin gespannt. Gebt euer Bestes. Erste Möglichkeit. Dicke Möglichkeit. Leider nicht das 1-0. Gespielt. Wir sind am Drücker. 1-0 Fernandes. 22. Minute. Oh, das ist geil, wenn man in Führung geht. Bisher sind wir die bessere Mannschaft. Bruno Fernandes, wichtig. Für ihn und natürlich auch für uns, ganz klar. Danilo und Rabiot mit den gelben Karten. Jetzt ist Juve am Drücker. Aufpassen. 1-0. Gehen in die Halbzeitpause. Ja, das war gut. Hinten stehen wir gut. Vorne haben wir ein Tor gemacht. Okay. Ordonez kriegt eine Massage. Und auch Rashford. Und auch Goretzka. So. Hinten muss ich die Jungs auf jeden Fall loben. Jones. Zack. Okay. So haben wir uns das vorgestellt. Unverändert. So weitermachen, bitte. So weitermachen, Jungs. Das gibt Selbstvertrauen. 2-0 Ordonez. Leute. Oh, ich raste aus. Geil. Ich raste aus. So, 2-0. Das ist sehr, sehr stark. Wir warten noch ein paar Minuten, bis wir auswechseln. 3-0 Rashford. Oh, Leute. Wie geil ist das denn, Mensch? Trifft auch stark. Puh, okay. Wir könnten Dork jetzt nochmal bringen. Der kann auch im Sturm spielen. Bringen wir für Ordonez. Jetzt müssen wir mal kurz gucken. Er ist beidfüßig. Rechts. Ja, können wir so lassen. Weber bringen wir nochmal für Goretzka jetzt. Bass fällt rein für Pellegrini. Und Molinari kommt nochmal rein für Jonas Träger. Genau, zack. Beim Stand von 3-0. Was zum Teufel soll jetzt noch passieren? Wir werden das Spiel nicht mal aus der Hand geben. Das 3-0 ist stark. Also ordentliche Antwort, ne? Und Pogba bekommt die rote. 79. Minute. Vlahovic noch mit dem Anschlusstreffer. Aber am Ende sind wir der Gewinner. Wir schlagen Juventus im Rückspiel mit 3-1 in der Champions League Gruppenphase. Und jetzt sind wir Tabellenführer. Das ist schön zu sehen auf jeden Fall. Ich war mir nicht so klar, wo wir stehen, ja, nach dieser Niederlage hier. 5-3, ne? Aber Rückspiel auf jeden Fall um Welten besser gespielt, ja. 3-0 haben wir geführt. Dann in der 89. macht Vlahovic noch den Anschlusstreffer. Das ist okay. Trotzdem haben wir fast über 90 Minuten das Spiel bestimmt, ne? Also als verdienter Sieger gehen wir hier vom Platz und natürlich die Tabellenführung. So, wir haben noch zwei Spiele jetzt gegen Genk und Leipzig in der Gruppenphase. Ich habe einen verdienten Sieg meiner Mannschaft gesehen. Sie hat sich schon in der ersten Halbzeit eine Menge Chancen herausgespielt. Am Ende sind wir der verdiente Sieger, ne? Ganz klar. So, Trainer Juve sagt, wenn man ein 0-2 kassiert, dann ist ein 1-1 nicht mehr möglich. Ja. Kann man auch so sagen, das stimmt. So, wie sieht es denn in den anderen Gruppen eigentlich aus hier? City Leverkusen. 1-0 Leverkusen 1-1 gespielt, okay. Madrid, Arsenal nur Platz 3 hier.
Boah, die verlieren 4-1 gegen Real, ne? Heftig. Gruppe D, Inter. Istanbul letzter, Eindhoven dritter. Ah, Inter Master Dinge, ne? 5-0 hier. Das war irgendwo klar. Porto, Madrid, Monaco. Gruppe F, Liverpool. Das war auch klar. Barca 1-1 gegen Young Boys gespielt, aber auch Liverpool nur 1-1 gegen Glasgow Rangers. Bayern souverän auf Platz 1. Boah, mit 12 Punkten, ey. Heftig. Aber das ist ja gut. Paris. Aber Paris kann einfach so die Leistung nicht abrufen, ne? Šeško hier getroffen gegen Feyenoord. Bayern ist eigentlich schon so gut wie durch, ne? 6 Punkte noch. Die sind durch als Tabellenerster. AC Mailand auch durch. Obwohl, Celtic könnte nochmal rankommen, aber da müsste viel passieren. Sehr interessant auf jeden Fall. Gut, wir gewinnen auf jeden Fall gegen Juventus Turin. Und da bin ich sehr, sehr glücklich drüber, ne? Und dann wieder die Frage, warum Shaw nicht gespielt hat. Ja, weil er einfach nicht fit ist. Ganz einfach, wollte ihn schon. Ne? Deswegen Lodi gespielt. Alles gut. Kein Verein an Madison interessiert. Da müssen wir nochmal vorbeischauen auf jeden Fall. So geht das aber nicht. Gut. Was für eine Folge wieder. Also sehr aufregend. Ja, vor allen Dingen das Spiel gegen Brentford in der Liga, das hat mir meine Nerven geraubt schon wieder. Aber jetzt können wir sagen, wir haben 4 Spiele in Folge gewonnen. Hier kann man sehen, 4 Spiele in Folge mal gewonnen. Das ist eine kleine Serie schon für uns jetzt mal, ne? Irgendwo wurde das gut dargestellt. Ach so. Aber hier ist es noch gar nicht so mit den Punkten dargestellt, ne? Gut, auf jeden Fall 4 Spiele gewonnen. Da haben wir verloren, da haben wir verloren. Davor haben wir auch 3 Spiele gewonnen, ne? Also, eigentlich so die letzten 9 Spiele war das jetzt gar nicht mal so schlecht. Also, jetzt haben wir erstmal 4 Spiele gewonnen, das ist sehr gut. Nächster Spieler ist Brighton, dann West Ham in der Liga. Das soll und muss einfach so weitergehen, ja. Wir müssen weitermachen, denn das motiviert die Mannschaft, das motiviert die Spieler, wenn wir einfach auch last minute die Tore schießen, ja. Scheißegal, Hauptsache wir gewinnen die Spiele und holen die Punkte. Das ist wichtig, ne. Und da geht die Form nach oben, da geht die Leistung nach oben, ja. Da kommt eine Leistungsexplosion, auch in der Champions League gegen Juve war das sehr, sehr stark. Ne, und das wollen wir jetzt natürlich gegen Brighton und West Ham dann in der Liga fortsetzen. Gut, Freunde, wenn ihr das sehen wollt, schaltet gerne beim nächsten Mal wieder ein. Ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Und danke fürs Einschalten. Vergesst nicht, was dazulassen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.